mutig sein, Dinge tun, die vielleicht auch nicht verstanden werden. Immer sich selbst treu bleiben, sich nicht verbiegen lassen. Dalia, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, hallo Moritz, endlich mal live und in Farbe und in echt. Sonst immer nur auf Social Media, habe ich Genau. das Gefühl. Genau. Sag doch noch mal kurz, was du machst. Ja, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Neue Fische School and Pool for Digital Talent. Wir bilden motivierte QuereinsteigerInnen zu hoffentlich nachgefragten Tech-Nachwuchs aus. Und seit 2022 führe ich auch die Spiced Academy, gleiches Konzept in Berlin. Cool, sehr cool. Ich bin Moritz, Gründer und Geschäftsführer von Protofy, einer Digitalagentur, das heißt einem Unternehmen, das auf diese jungen Tech-Talente schielt. Und super cool, dass wir uns einmal hier vor Ort kennenlernen. Ja, insbesondere weil ich glaube, so ein paar neue Fische Ich glaube, schwimmen ja auch schon bei vier sind dir, bei uns ne? unterwegs, Genau, ja. das ist ganz cool. Von daher habe ich jetzt den Chef von denen an der Angel. Finde ich gut. Ja. Cool. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Wir sollen aus der Bowl Fragen wählen. Magst du einmal Na klar. zuerst rein? Frage. So, ich lese die Frage mal vor. Die ist dann erstmal für dich. Worauf bist du besonders stolz? Ah, ich bin stolz darauf, dass ich heute in einer Konstellation lebe und arbeite, in der ich sehr viel frei gestalten kann, sehr viel Freiheit mir erarbeiten konnte und dadurch ein Leben gestalte, was sehr nah dran ist an dem, was ich mir immer mal vorgestellt habe. Gute Antwort. Ist bei mir, ne, worauf bin ich besonders stolz, ist eigentlich ähnlich, dass ich geschafft habe, aus der Konzernwelt auszubrechen und den Mut hatte, mein eigenes Unternehmen an den Start zu bringen, von dem ich mir eben genauso wie du vielleicht auch mehr Flexibilität und mehr ja, persönliches Vereinen von sozusagen beruflicher Ambitionen und aber trotzdem irgendwie auch einem Privatleben zu ermöglichen und das ist aufgegangen und rückblickend, genau, bin ich darauf immer noch sehr stolz. Sehr cool, wenn man es alles vorher wüsste, ne? Ja, wenn man das alles vorher wüsste. Ich schaue mal, was auf meinem Zettel steht. Wenn du ein achtjähriges Kind hast oder hättest, welchen Rat würdest du diesem mit auf den Weg geben? Mutig sein, Dinge tun, die vielleicht auch nicht verstanden werden. Immer sich selbst treu bleiben, sich nicht verbiegen lassen. Cool. Ja, schön, dass du das verbindest mit dem, was dich auch angetrieben hat, der Mut. Ich glaube, also ich kann mich dem total anschließen. Ich würde vielleicht noch ergänzen aus meiner Perspektive. Ich glaube, so die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, sich da nicht verunsichern lassen, sondern Unsicherheit eher zu begrüßen und darauf einzustellen. Das ist vielleicht dann kombiniert mit dem Mut eine gute Fähigkeit, die unserem Achtjährigen hilfreich sein könnte. Spannende Ergänzung. Genau. So. Und nun, Cool. jetzt haben wir zwei Fragen Dann geht es beantwortet. hier weiter, ne, auf den Ah Karten. ja, Überraschung. Ich nehme die oberste. Für jeden eine. Was würdet ihr einer Person entgegnen, die sagt, Gründer haben es einfacher als Gründerinnen? Ich fürchte, dass da ein wahrer Kern drin ist. Zumindest in der beruflichen Welt, in der Wertekonstellation, in einem System, was in vielen Fällen Männer bevorzugt, was klassische Rollenbilder bevorzugt. Ich würde der Person trotzdem gerne etwas entgegnen wollen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Welt nicht mehr so ist und nicht mehr so sein, oder vielmehr nicht mehr so sein muss, sondern dass es ganz, ganz viele
inspirierende Rollen gibt, inspirierende Mentorinnen gibt, die daran arbeiten, diese Welt aufzubrechen und es Gründerinnen genauso einfach zu machen wie Gründern. Also ich würde leider auch sagen, Gründer haben es aktuell noch einfacher als Gründerinnen. Bin genauso wie du der Meinung, dass sich viel verändert, einfach weil es viele Netzwerke gibt, viele Role Models, die sich auch explizit dafür einsetzen, mehr weibliches Gründertum zu fördern. Und trotzdem ist es schwerer, als weibliche Gründerin heute wirklich ernst genommen zu werden, auch ernst genommen zu werden in der Ambition, was Großes zu machen. Ich erlebe immer noch, dass viel so nach dem Motto, ja, das ist dann so eine Art Nebenbeschäftigung. Ne? Man so gefühlt, man will nicht mehr die Anstrengungen eines richtigen Jobs und dann gründet man irgendwie was Kleines, so als fast schon Selbstbeschäftigung. Und da muss man dann immer erst rüber, über diese Wahrnehmung. Und da glaube ich, haben es Gründer einfach leichter, weil denen wird das nicht erstmal so angelegt, dass es so eine Beschäftigung ist, sondern es ist immer eher ernsthaft und eher toll und genau. Ja. Aber wie gesagt, es tut sich ja was und kann sich ruhig noch mehr tun. Kann sich noch mehr tun, ja. Ich habe noch unsere zweite Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp für deine Gründung mitgeben? Spannende Frage. Vielleicht noch mutiger sein, in Kontakte nach draußen suchen, Kooperationen schließen. Das kam bei mir eher ein bisschen später. Ist vielleicht auch meinem Naturell geschuldet, dass ich erstmal für mich gemacht habe und dann geguckt habe, wer kann da vielleicht auch noch helfen? Wie kann ich Hilfe suchen, ohne mich dabei nervig oder schlecht zu fühlen, weil das ist man in der Regel dann gar nicht. Also wenn ich das mal gemacht habe, dann kam das auch durchaus positiv an. Und ich glaube, meinem jüngeren Gründer, ich würde ich anraten, aktiv zu fragen, weil man doch viel mehr positive Resonanzen erlebt als negative. Das andere, was ich meinem jüngeren Ich raten würde, ist nicht immer persönlich oder auch professionell zu zweifeln, wenn es irgendwo da draußen bei Social Media irgendwie Kritik hagelt oder so. Man begibt sich als Gründer ja ein Stück weit auch in diese Rolle, auch draußen vielleicht sichtbar zu sein, wenn es auch zum Geschäftsmodell passt. Und ich glaube, da muss man sich auch ein Stück weit ein dickes Fell zulegen. Und das hatte ich am Anfang auch nicht und habe auch schon diverse Male in der Frühphase hinwerfen wollen. Bin froh, dass ich nicht gemacht habe. Mhm. Aber ja, dickes Fell wäre vielleicht noch das Zweite. Cool. Ja. Ich würde meinem jüngeren Ich gerne sagen, du musst nicht alles selber schaffen. Und da bin ich bei dem Thema, was du auch angesprochen hast, dich Hilfe suchen. Und ich würde mir gerne die Sicherheit geben, mit den Fähigkeiten, mit denen ich ausgestattet bin, kannst du vieles schaffen. Und es gibt aber Grenzen von dem, was du selber machen musst. Und mich darauf verlassen, dass es Hilfe um mich herum gibt, dass es Unterstützung gibt, dass Menschen gerne helfen, dass ich mich auf ein Netzwerk in dem Sinne verlassen kann und dass das sehr, sehr hilfreich ist. Ja, das hat mir, glaube ich, in der Vergangenheit viel Stärke gegeben und das musste ich aber erst herausfinden. Dann sind wir auch da ja fast auf einer Wellenlänge. So. Es fehlt das Versus. Wo ist das Versus? Genau, wo ist das? Aber es macht ja gar nichts irgendwie. Man kann ja auch sich unter Gleichdenkenden gut ergänzen. Man muss ja gar nicht kontra sein. Genau, cool. Sondern einfach mal nicht kontra. Unterstützen wir uns gegenseitig. Genau. Ja. Liebe Daya, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen hier vor Ort. Ja, Moritz, ganz meinerseits. Meine Karte steht auf dem Kopf. Ja. Genau. Ja, vielen Dank. Tolle Möglichkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal wieder. Warum steht die Karte jetzt eigentlich wieder auf dem Kopf? Sorry, vergessen. Es ist alles verdreht. Genau. Cool. So. Nach dir. Dankeschön. Tschüss.